Liebe Besucherinnen und Besucher meines Podcasts, in dieser Woche hat der Fall Hoeneß das Thema Steuerhinterziehung wieder in die Schlagzeilen gebracht. Das eigentliche Problem ist aber nicht der prominente Einzelfall. Diesen haben die ermittelnden Behörden und gegebenenfalls die Gerichte zu bewerten. Das Problem sind vielmehr die zahlreichen unentdeckten Fälle von Steuerbetrug. Das Problem sind auch die Steueroasen mit ihren Briefkastenfirmen. Denn diese Machenschaften bringen nicht nur den Staat um seine Einnahmen, sie verletzen auch das Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen. Denn zur Gerechtigkeit gehört eben auch Steuergerechtigkeit. Und diese ist nicht gegeben, wenn zum Beispiel eine Kassiererin wegen eines Pfandbons von 50 Cent ihren Job verliert, während millionenschwere Steuerbetrüger entweder gar nicht entdeckt werden oder anonym bleiben dürfen und dann mit einer Nachzahlung davonkommen. Genau das wäre aber mit dem Steuerabkommen passiert, das die Bundesregierung mit der Schweiz abschließen wollte. Zudem war die Regierung noch nicht einmal in der Lage, den Informationsaustausch herauszuverhandeln, den die USA mit der Schweiz vereinbart haben. Danach müssen nämlich die Schweizer Banken ab 2014 Konten von US-Bürgern den amerikanischen Behörden melden. Deshalb können Amerikaner dann kein Schwarzgeld mehr in der Schweiz verstecken. Für deutsche Steuersünder wäre das weiterhin möglich, wenn es nach dem Willen von Union und FDP gegangen wäre. Deshalb war es wichtig, dass der Bundesrat dieses Abkommen verhindert hat. Die SPD hingegen fordert schon seit langem wirksame Maßnahmen gegen Steuerbetrug. Dazu gehört der automatische Informationsaustausch aller Länder über die Vermögen ausländischer Bürger. Dazu gehört auch, dass die in Deutschland tätigen Banken keine Produkte anbieten dürfen, mit denen ihre Kunden Steuern hinterziehen können. Bei Verstößen gegen diese Regelung soll es Sanktionen bis zum Entzug der Banklizenz geben. Außerdem muss der Fahndungsdruck auf Steuersünder erhöht werden, indem zum Beispiel eine bundesweite Steuerfahndung aufgebaut wird, die die Finanzbehörden beim Kampf gegen Steuerbetrug unterstützt. Steuerhinterziehung ist eben kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, die zudem das Gerechtigkeitsempfinden der vielen verletzt, die ihre Steuern zahlen und damit wichtige Leistungen des Staates finanzieren. Wer dieses Empfinden ernst nimmt, muss auch den Kampf gegen Steuerbetrug ernst nehmen. Davon ist bei dieser Bundesregierung bislang nichts zu sehen.